Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Space Engineers Survival Serie. Oh, Licht war noch an. Naja, ich brauche das Licht, glaube ich, auch noch. Irgendwie geht mein Licht nicht mehr an. So, ich habe mein altes Schiff komplett gelöscht und durch ein neues ersetzt, weil ich ein kleines Problem mit dem alten hatte. Einerseits war Storage viel zu klein, andererseits war Storage mit gar nichts verbunden und ich musste alles per Hand rausräumen, in die Container tun, die sehr klein waren und dann, landen, rausräumen, wegtun. Jetzt habe ich hier unten einen kleinen Connector sitzen. Das entsprechende Gegenstück befindet sich hier, auf der Raffinerie. Hopp. Ich habe auch ein paar Rohstoffe gefunden beim Testflug mit dem letzten Dings, mit dem letzten Flieger. Und habe Magnesium gefunden. Nickel und Magnesium. Aus beiden eine Mine gemacht. Nickel, Magnesium. Das heißt, ich kann jetzt Waffen machen. Ich habe Nickel und Silikon. Das heißt, ich kann Solarzellen machen. So viele ich möchte. So. Was ich aber eigentlich wollte, ich habe hier jetzt 4 Reaktoren dran, weil mit dem alten Schiff hatte ich das Problem, wenn ich nach vorne geflogen bin, konnte es sein, dass ich dass ich abgesunken bin. Das Dumme ist, dasselbe. Nee, das Problem habe ich nicht mehr. Aber wenn ich beides mache, dann kriege ich plötzlich einen Overload. Das Problem ist, die Reaktoren bringen 0,5 Megawatt. Wie man sieht, ich habe 2 Megawatt durch die Reaktoren. So ein Thruster zieht bei voller Power schon 0,7. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn ich jetzt bremsen möchte oder so, dann kann das ganz schnell passieren. Gucken wir uns das nochmal an. Oh. Könnte aber ganz schnell passieren, dass ich in den Bereich von einem Overload komme. Ups. Das Design von dem neuen Ding ist auch um einiges klarer als das alte, weil ich nicht einfach Dinge irgendwo rangebappelt habe, wo es gerade passt, sondern mir Gedanken gemacht habe, wo ich die Sachen lasse. Muss auch zugeben, ich habe es zuerst im Creative Mode gebaut. Und dann habe ich es hier mit einem Projektor über einen Blueprint gemacht. Bin immer noch am Überlegen, ob ich einfach losgehe und diese 4 Reaktoren austausche. Moment mal, ich muss mal gucken, was ich da alles umbauen muss. Dieses Ding hier hinten müsste komplett weg. Das ist okay. Kleinen Moment. Ach, was ist denn heute los? Hier habe ich 240 Steelplates dabei. Ist ja total verrückt. Control Panel. Nee, Production. Ja, momentan baue ich noch Solar Cells. Jetzt, wo ich Nickel und Silikon habe, so viel ich möchte. Habe ich denn genug Nickel? Ich bin gerade noch dabei. Control Panel. Production. Was wollte ich denn? Wo ist es denn? Eine Batterie. Ich schnall da hin eine Batterie drauf. Jetzt, wo ich den Connector habe, kann ich die auch problemlos laden. Ich musste übrigens sehr, sehr lange im Internet suchen, bis ich rausgefunden habe, dass das geht. Ich habe es angenommen, aber ich wusste es nicht. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die vielen Steelplates dabei hatte. Hehe. Was? Das war mal wieder der falsche Finger. So. Ich habe hier schon mal angefangen. Der Plan ist, hier 5 neue Solar Panels aufzustellen. Das heißt, ich brauche 10 Blöcke.
für Platz. Die habe ich hier schon mal hingelegt, glaube ich. Prüfen wir das doch mal und kleben die zusammen. Zwei. Vier. Sechs. Acht und zehn. Ja, sind alle da. Perfekt. Dann kann ich einfach losgehen und sagen, löten. Schweißen. Ich meine, schweißen. Verdammt. Muss ich halt nur darauf warten, dass ich die Solarzellen fertig bekomme. Der Plan ist auch, hier 5 neue aufzustellen und da drüben in der anderen Reihe auch 5 neue aufzustellen. Wenn man schon mal dabei ist, dann sollte man es auch direkt richtig machen. So. Hallo. Einfach hier hinlegen. Hier habe ich noch was Concrete Slabs. Aber das zeige ich danach. Ja, wie weit ist er denn hier? Ja, das gehören mit tödlicher Sicherheit nicht mehr dazu. Nehme ich doch das einfach erstmal mit. Solar Panels. Ich war gerade ein bisschen verwirrt und wusste nicht mehr, was ich bauen wollte. So, da möchte ich einfach einmal auf Einfügen drücken und bin fertig. Ich frage mich, ändert sich das die Orientierung in Relation zu mir oder in Relation zum zur Welt? Ich weiß es gar nicht. Naja. Also auf jeden Fall ziemlich cool, dass ich weiß. Ich kann jetzt so viele von den Dingern machen, wie ich will, weil ich einfach alle Rohstoffe in unmittelbarer Nähe habe. Also wirklich, mit dem Flieger ist das nur ein ganz kurzer Weg darüber. Bin gerade am Überlegen, ob ich da wirklich eine Batterie drauf baue. Eine Batterie zu laden über Uran, wenn ich es aus dem Reaktor holen muss, ist ganz schön teuer. Na komm schon. Lustigerweise hatte ich, glaube ich, genug Rohstoffe für 2 oder so. Ah, für noch eins reicht das nicht. Kriegen die überhaupt noch Licht? Jetzt so nachts? Nö. Hä? Wie laufen dann alle meine Geräte noch? Meine Batterien sind beide aus. Ja, nee, ist klar. Der Reaktor ist an. Super. Ja, dann läuft auch nur die Raffinerie. Wo mir einfällt. Ach. Production. Large Blocks. Wo sind denn die Power Efficiency Modules? Power Efficiency Module. Ah, gut, baue ich das als allerletztes. Wo
komisch, dass das Ding jetzt plötzlich wieder anläuft. Ja, da muss auf jeden Fall ein Power Efficiency Module drauf. Ich habe den Platz dafür. Das ist der Assembler. Da oben habe ich Platz für ein Modul. Ist eigentlich gerade Nacht geworden, oder? Na gut, das kann man hier so schlecht sagen, weil die Sonne nie wirklich hinterm Horizont verschwindet. Was ich sehr merkwürdig finde. So. Ich wollte noch etwas anderes machen. Oh. Vielleicht nicht hier hinten. Da möchte ich lieber Platz für Conveyors und Zeug. Hier vorne ist eine ganze Menge Platz. So. Ach. Mann. Hoppi, hoppi, hoppi. Mein großes Problem ist, ich fange immer so Dinge an, dann vergesse ich's. Ich brauche hier noch Platz für die neuen Solar Panels. Das war auch eine super Idee von Keen, die Drills zu nerven. Dass man jetzt immer in die Hocke gehen muss, bevor man irgendwas unter sich wegbekommt. Eis nehme ich mit. Eis ist kostenlos. Ich habe mir übrigens überlegt, ob ich losgehe. Und ein großes Schiff baue, Pistons draufsetze und einen Bohrer und einfach immer nach unten bohre. Dann habe ich mir, nachdem ich das bei Funshine X Link tue ich irgendwohin Funshine X gesehen habe, er hat sich in auf seine er hat sich einfach einen feststehenden Bohrer gebaut mit Pistons, der sich im Kreis dreht so und einfach um sich herum alles abgrast. Ich habe mir überlegt, ob ich als kleine Version davon einfach hier eine Plattform hinstelle, Pistons drauf, einen Bohrer dran und das Ding dann einfach nach unten schiebe, um Eis und Steine zu ernten. Ist dann doch ein größeres Unterfangen. So. Das regt mich ein bisschen auf, diese hügelige Gegend. Ich hätte... Also auf einem Eissee ist es, glaube ich, besser, weil Eisseen sehr, sehr flach sind. Und wo wir dabei sind, ich möchte zu diesem Eissee fliegen und gucken, ob ich da Rohstoffe finde. Weil in Schnee und Eis sieht man die Sachen so gut, das ist unglaublich. Diese dunklen Flecken auf dem hellen Hintergrund. Oh, ein Stein. Ja, Inventar ist voll. Schon klar. Wie weit sind wir denn hier? Damit kann ich noch nicht mal ein zweites Solar Panel bauen. Naja. So. Ach, da liegt noch Zeug rum, das ich einsammeln muss. Das reicht nicht für die 6 Blöcke, die ich dahin tun wollte. Sechs. Vielleicht tue ich hier nur 4 Blöcke hin, weil ich mache mir langsam Sorgen, dass meine Solar Panels sonst verdeckt werden. Oder ich stelle die einfach ein bisschen höher als die anderen. Das wär's doch. Wenn ich einfach sage,
Hier kommt noch ein Solar Panel hin. Und dann... Soul? Ich wollte Slope schreiben. Dann tue ich das hier hin und haue die nächsten Armor-Blocks einfach hier dran. Muss ich hier immer noch ein bisschen was wegräumen, aber... Obwohl, eigentlich nicht. Tada! Immer noch im Boden verankert. Ah, keine Steelplates mehr. Okay. Aber Steelplates dürften ja genug noch da sein. So, jetzt sind wir hier. Ja. So. Dass ich den da unten auch erwische. Ah, und ganz in der Nähe von hier habe ich noch einen riesengroßen, dunklen Fleck gefunden. Das heißt, da verbergen sich noch irgendwelche Rohstoffe. Ich würde gerne diesen Busch hier wegbekommen. Aber ich habe es bis jetzt weder geschafft, Bäume zu fällen, noch Büsche irgendwie wegzubekommen. Bäume fällen ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt sich einen Flieger, gibt Vollgas und fliegt dagegen. Dann kippen die um. Ausbuddeln hat irgendwie nicht geklappt. Das Problem ist, wenn ich die Welt wieder lade, sind die auch einfach wieder da. So viel ist da nicht mehr drin. 1,72 Megawatt. Ich brauche 1,21 Gigawatt. Komm. So. Na? Mein Assembler ist gerade sehr beschäftigt. Ich wollte eigentlich noch andere Dinge sammeln, die ich zeigen wollte. Weil Hobby hat sich ein paar Mods besorgt. Oh ja. Aber diese Solarzellen dauern einfach ewig. Ich brauche nochmal 44. Davon kann ich ja nochmal zwei Stück bauen, tatsächlich. Sind meine Dampeners aus? Ja. Das erklärt einiges. Zum Beispiel, warum ich runterfalle, sobald ich aufhöre, Gas zu geben. Übrigens gehe ich jetzt auch dazu, über alle Mods, die ich verwende, in die Dings zu packen, in die Description. Aus Gründen. Nämlich, dass ich mir öfter mal Videos von Leuten angucke, die Mods verwenden, wo ich denke, das ist ja voll geil! Und dann kann ich nicht rausfinden, was es ist.
Also zumindest nicht ohne denen zuzuhören. Und ganz ehrlich, zuhören. Zuhören musste ich in der Schule schon, das mag ich nicht. Na. Im Grunde genommen warte ich gerade auch drauf, dass es hell wird. Und zwar aus dem Grund, wie gesagt, in der Nähe meiner Basis ist noch ein dunkler Fleck. Ich muss mal rausfinden, was es da gibt. Übrigens habe ich gehört, dass es hier in dieser Startwelt keine Piraten gibt. Nie. Was ich ein bisschen albern finde, weil worauf soll ich denn dann schießen? Warum suche ich denn dann alle Ressourcen zusammen? Ja. Ich glaube, es ist eben erst Abend gewesen und jetzt ist es Nacht. Ich finde es übrigens interessant, dass einige meiner Solar Panels, also eins meiner Solar Panels noch, nee, zwei sogar, ein bisschen Energie bekommen. Eigentlich müsste die Dings gleich wieder aufgehen. Die Sonne. Achso, ich brauche ja noch was. Nämlich. Wo sind die Sachen denn? Dass ich hier nicht einfach eingeben kann, was ich haben will. Timer-Block. Den brauche ich. Und einen programmierbaren Block. Der sieht aus wie eine Konsole. Jump-Drive. Ha. Enough Power. Ja, von mir aus. Wo ist denn der Programmable Block? Da. Komisch, das war vorhin schon so. Ich habe was in Auftrag gegeben und er fing an zu produzieren. Ja, Raffinerie aus. Kannst du doch wieder anfangen. Ich gehe doch jetzt... Missing Items. Was fehlt mir denn? Nickel und Silikon. Silikon habe ich jede Menge. Ah, tatsächlich kein Nickel mehr. Ah, deswegen muss die Raffinerie laufen. Haha. Dann schalten wir den Assembler einfach mal aus erstmal. Lassen die Raffinerie über die Batterie laufen und klicken nicht auf Zwangsdischarge. Dann ziehen wir die Batterie nicht unnötig leer. Da muss ich wohl doch jetzt schon los. Wow. Nee, unmöglich. Mein Suchscheinwerfer nach unten, Schein wirft auch nicht weit genug. Ich sehe hier gar nichts. Das könnte ein dunkler Fleck sein oder einfach Fleck ohne Eis. Oder ein Schatten.
Das hier ist einfach kein Eis. Okay, Magnesium. Sonst noch was? Nein, hier ist einfach ein riesiges Magnesiumvorkommen. Das war auch klug jetzt einfach. Dinge auszuschalten. Ich drücke immer G wie GPS. New. Wo ist denn? Ach, New. Delete. New from current position. Magnesium. Und das zeigen wir einfach mal nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht mehr finde. Doch, Nickel. Dann ist hier auch Silikon in der Nähe. Ah! Sollte aufhören, wie wild Tasten zu drücken. Das ist natürlich auch viel näher an zu Hause dran als die anderen Minen. Kann ich ja fast zu Fuß hinlaufen. Nickel. Ja, aber das hat echt überhaupt gar keinen Sinn, das im Dunkeln zu versuchen. Ich glaube nämlich, dass das nicht mal der Fleck ist, den ich meinte, sondern da irgendwo noch einer viel dichter dran gewesen wäre. Ich habe gehört, irgendwo hier sei meine Basis. Und gelandet. Habe ich mir eben bei dem Crash in den Boden eigentlich irgendwelche Schäden zugezogen? Sieht nicht so aus. Naja, Crash, es war eine unsanfte Landung. Sagen wir es mal so. Control Panel, Assembler, On, Refinery, Off. Ernsthaft. Und das ist wieder ein Solar Panel. Oh, da habe ich noch welche. Oh, da habe ich sogar noch Platz. Hervorragend. Ja, Sonnenaufgang ist bald auch wieder. Ich meine, ich habe die Anzahl meiner Solar Panels ja jetzt irgendwie verdoppelt. Mehr Power. Binford Base 9000.
Ja, ich wollte eigentlich noch ganz andere Sachen zeigen, aber ich glaube, ich warte jetzt erstmal, bis ich die Solar Panels aufgebaut habe und mein Assembler soweit durch ist mit den ganzen Sachen. Und zeige es dann wieder. Das brauche ich ja jetzt nicht on camera machen. Alles klar, dann bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!